Hi, bei meinem Barcelona-Vlog wurde ich ja ganz oft gefragt, wie ich diesen Zoom-Effekt ins Handy reinbekommen habe. Das Ganze habe ich mit einem Plugin in Final Cut gemacht und wie das genau funktioniert, das erfahrt ihr in diesem Video. Viel Spaß! Ihr habt ja gerade im Intro schon gesehen, wie das Ganze dann aussehen soll. Ich zeige euch das jetzt, wie gesagt, in Final Cut. Falls ihr Premiere oder After Effects nutzt, habe ich euch entsprechende Tutorials unten verlinkt. So, ich habe jetzt hier schon mal meine beiden Shots reingelegt, die ich dann mit einem Zoom-Übergang verbinden möchte. Und das Plugin, was ich dafür verwendet habe, heißt M-Transition Zoom. Das kostet um die 50 Euro und man hat extrem viele vorgefertigte Presets schon dabei. Die ich am meisten nutze, ist eben dieses Custom Zoom In und Custom Zoom Out Plugin. Wir ziehen jetzt hier dieses Custom Zoom In Plugin rein und wenn man sich das mal anguckt, sieht es erstmal so aus. Das sieht schon gar nicht so schlecht aus. Das würde ich jetzt noch ein bisschen anpassen. Erstmal würde ich den Zoom-Effekt so ein bisschen kürzer ziehen, damit es einfach so ein bisschen schneller reingezoomt wird. Dann ist das Coole bei diesem Plugin, dass man einstellen kann, in welche Richtung gezoomt wird und da würde ich dann den Zoom-Effekt auf das Objekt im ersten Shot setzen. Man könnte das natürlich auch auf das Objekt im zweiten Shot setzen. Das funktioniert aber besser, wenn man es eben auf das erste Objekt zoomt. Was ich als nächstes noch mache, ist den Blur Amount noch so ein bisschen runterzustellen, denn auf 0,5, wie das standardmäßig eingestellt ist, ist mir das ein bisschen viel. Ich stelle es also so auf 0,3 oder 0,25. Das reicht mir dann vollkommen aus. Wenn man das jetzt mal kurz rendert, sieht das Ganze dann folgendermaßen aus. Und das ist eigentlich auch schon alles. Genauso habe ich den Zoom auch in meinem Barcelona-Vlog gemacht. Ihr könnt die beiden Shots natürlich noch umdrehen und dann mit diesem Custom-Zoom-Out-Effekt arbeiten. Das funktioniert ganz genauso. Ja, ich mag dieses Plugin sehr gerne. Es funktioniert nämlich einfach genauso, wie es soll. Es erzeugt so einen coolen Zoom-Effekt, ohne großartig viel Arbeit daran stecken zu müssen. Ihr habt jetzt gesehen, es dauert nicht mal eine Minute, bis man diesen Zoom-Effekt so hinbekommen hat, wie man den haben möchte. Falls ihr das Ganze jetzt noch so ein bisschen verfeinern wollt, könnt ihr auch vor dem Zoom-Übergang mit Keyframes hier oben einfach so ein bisschen reinzoomen. Da würde ich dann ungefähr so 10, 20 Frames vor dem Effekt ein Keyframe mit 100% auf der Skalierung setzen und dann in der Mitte des Effektes bei dem ersten Shot würde ich vielleicht so auf 105 bis 110% gehen. Und dann passiert nämlich Folgendes, er zoomt vorher dann schon so ein bisschen rein, das verstärkt diesen Zoom-Effekt nochmal. Falls ihr das Geld für das Plugin jetzt nicht ausgeben wollt, gibt es auch eine kostenlose Variante, die gefällt mir allerdings nicht so gut. Ich zeige es euch trotzdem mal kurz. Und zwar gibt es bei Final Cut vorgefertigt schon so einen Zoom-Übergang. Erstmal hier würde ich auch wieder das ein bisschen kürzer ziehen, damit es ein bisschen schneller geht. Und den Zoom-Amount würde ich auch gleich mal runterstellen auf 15 bis 20 ungefähr. Das Ganze sieht dann so aus. Es ist nicht der allerschönste Effekt, aber es ist immerhin kostenlos und funktioniert auch ganz gut. Diese kostenlose Variante habe ich zum Beispiel in meinem Berlin-Latz-Video benutzt. Das könnt ihr euch auch einfach mal anschauen. Falls ihr jetzt noch weitere kostenlose Optionen für Final Cut kennt, dann schreibt ihr mir gerne in die Kommentare. Oder falls es eine Alternative für dieses M-Transition Zoom Plugin gibt, lasst es mich gerne wissen. Ja, zu dem Zoom-Effekt kann ich noch abschließend sagen, nutzt es nicht allzu oft. Ich denke, so 2 bis 3 Mal pro Video reicht es. Man sieht sich leider sehr, sehr schnell satt daran, obwohl der Effekt extrem cool ist. Also ich mag den sehr, sehr gerne. Ich kann euch, wie gesagt, nur raten, nutzt es nicht allzu oft. So, das war's auch schon wieder mit diesem sehr kurzen Video zu diesen Zoom-Transitions. Ich hoffe, ihr habt ein bisschen was gelernt und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Macht's gut. Ciao.